Im Spätsommer 2018 wird in der brandenburgischen Landeshauptstadt eine Schnapszahl gefeiert. 111 Jahre elektrische Straßenbahn. Ein Wagenkorso mit alten und neuen Fahrzeugen ist der Höhepunkt. Das Nauener Tor in Potsdam. Eine wunderschöne Kulisse für einen historischen Straßenbahnkorso. Angeführt vom ersten elektrischen Fahrzeug, dem Lindner Wagen von 1907. Gefolgt von zwei Güterzügen aus der Mitte der 60er Jahre. Die letzten Vorkriegsfahrzeuge werden von tschechischen Tatra-Zügen in den 70er Jahren abgelöst. Bis heute sind KT4D in Potsdam unterwegs. Auch Sonderfahrzeuge fahren mit. Dem Fahrschulwagen folgt der Schienenpflegewagen. Und so sieht die Potsdamer KT4D heute aus. Modernisiert und in der Farbgebung der Potsdamer Verkehrsbetriebe. Ende der 90er Jahre kommen die ersten Niederflurfahrzeuge dazu. Kombinos von Siemens. Konstruktive Mängel sorgen lange Zeit für Ausfälle. Mit der Variobahn von Stadler werden seit 2011 die Tatra KT4D abgelöst. Auch diese Züge haben für etliche Probleme gesorgt. Nach dem Korso gehen einige Fahrzeuge in den Planverkehr. Auch die alten. Zwischen dem Platz der Einheit und der Glienicker Brücke fährt der Lindnerwagen. Auf der Linie 4 fahren die beiden Gotha-Züge zwischen dem Platz der Einheit und dem Bahnhof Pirschheide. Es folgt der Gotha-Gelenktriebwagen, ab 1965 in 13 Einheiten in Potsdam in Dienst gestellt. 1984 kommen noch 6 weitere aus Leipzig dazu. Der Zug mit der Nummer 177 zeigt sich fast wieder im Auslieferungszustand. Im Jahre 1972 kommt mit dem KT4 der erste Tatra-Kurzgelenktriebwagen auf den Markt. Nach Probefahrten in Prag kommen die Prototypen 1974 nach Potsdam. Einer davon ist heute als historischer Zug erhalten. Der Wagen 001 befindet sich wieder weitgehend im Auslieferungszustand.